Hallo, ist Philipp Haas von Invest Research und in diesem Video möchte ich eine Aktie vorstellen, die sowohl was für defensive Dividendeninvestoren sein kann, als auch für Wachstumsinvestoren, da sie eine Upside-Option im Fintech-Bereich hat. Dazu kann man mit dieser Aktie sich auch ein bisschen diversifizieren, weil es ist die führende Bank in Peru und das korreliert jetzt nicht immer mit den Weltmärkten, da Peru einen anderen Rhythmus geht, manchmal positiv, manchmal negativ. Aber eigentlich die letzten Jahre kein schlechtes Wirtschaftswachstum hatte, trotz auch natürlich den typischen politischen Turbulenzen. Es geht um die Credit Corp Aktie, die man auch einfach in den USA kaufen kann. Wie wir hier sehen, ist an der New York Stock Exchange gelistet, aber auch 10 Jahre lang eigentlich seitwärts gelaufen. Klar, es gab immerhin eine Dividende so von 5-6%, das ist ja auch in Ordnung. Aber hier wird halt auch deutlich, dass Emerging Markets nicht gut performt haben die letzten Jahre und das ganze Geld in die USA gelaufen ist. Das muss aber die nächsten 10 Jahre nicht so sein, gerade wenn der Dollar vielleicht mal schwächer wird nach der US-Wahl. Und es ist nicht nur eine Bank, auch wenn da ungefähr 80% des Gewinns herkommt, sondern, ich habe schon angesprochen, es gibt eine Fintech-Upside-Option. Die größte davon ist Yape. Sie haben noch weitere Sachen, WealthTech, InsurTech und solche Themen. Aber das hier ist eigentlich ein Zahlungsdienstleister, wo Leute halt im Land oder auch ins Ausland Geld schicken können, Abwicklungen. Also so ein Rundum-Payment-Anbieter haben sie lange investiert und das nutzen inzwischen fast alle in Peru und ist jetzt auch profitabel geworden. Das ist natürlich nochmal ein deutlich attraktiveres Geschäftsmodell als das normale Bankgeschäftsmodell, wo ich Einlagen habe und Kredite vergebe. Hier sind halt deutlich höhere Margen möglich. Ich kann halt auch viele neue Geschäftsmodelle anschließen. Hier zum Beispiel Yape Tienda, das ist dann halt so ein E-Commerce-Sache oder also mit Cashbacks und sowas. Weil ich bin halt ganz nah beim Kunden an seinem Geld und kann mir dann da was abknüpfen. Aber sie ist auch die Nummer 1 im Mikrofinanzbereich, was aber per se ja eigentlich wie das Bankgeschäft ist. Aber wer vielleicht ein bisschen auf Nachhaltigkeit Wert legt, findet hier, glaube ich, und das vielleicht auch, um es vorwegzunehmen, eine Aktie, die nicht teuer ist mit einem einstelligen KGV und einer Dividendenrendite von 5-6%. Und die trotzdem die letzten Jahre außer Corona-Crash eigentlich doch solide mit 5-10% gewachsen ist. Und dazu das bei sehr, sehr hohen Margen von 25%, was für Banken in Emerging Markets aber nicht untypisch ist. Ja, in Zentralasien sind die teilweise nochmal höher, weil man halt schon eine gewisse Monopolposition hat, ja, mit Vertrauen und ist da der größte Anbieter. Aber gehen wir mal in die Präsentation rein. Ja, und sie wollen halt auch ein führender Finanzanbieter in ganz Lateinamerika sein. Aktuell sind sie halt vor allem stark in Peru, in ihrem Heimatmarkt. Sie haben 4 Geschäftsbereiche, Mikrofinanz, aber wie gesagt, relativ unbedeutend vom Gewinn. Auch noch ganz attraktiv ist das gesamte Bereich Versicherungen, Pensionen. Ne, das kennen wir auch von früher, irgendwie so Lebensversicherungen, auch Normalversicherungen. Ist ein bisschen langweiliges Geschäftsmodell, aber auch sehr, sehr profitabel und solide. Und diese Vision von Allfinanzkonzernen haben sie schon sehr, sehr nah, was in Deutschland nicht funktioniert hat und was ich ja auch immer ganz gut finde, weil es auch nah an meinem Geschäftsmodell ist mit dem Fonds, das Thema Asset Management, wo sie bei Anleihen und Aktien nicht nur in Peru die Nummer 1 oder 2 sind und immerhin auch 4% zum Umsatz beiträgt oder zum Gewinn, besser gesagt, was natürlich auch, wenn die Mittelklasse in Peru wächst, weiterhin viel Perspektive und Potenzial hat. Und das fünfte, was hier gar nicht extra ausgewiesen wird, ist das eigene Corporate Venture Capital, Krealo, wo die dieses Yape oder Yape, spricht man es glaube ich auf Spanisch besser aus, herkommt. Hier ist nochmal die Übersicht, ja, diese 4 Kerngeschäftsmodelle und es ist halt auch die richtige Strategie, es haben in Deutschland die Banken nicht hinbekommen, dass sie halt wirklich richtig gute neue eigene digitale Modelle anbieten im Payment-Bereich, aber es gibt auch eine Neobank, da wird es wahrscheinlich dann vielleicht irgendwann Perspektive schwieriger, wenn irgendwie eine New Holdings nach Peru kommt, aber InsurTech, WealthTech, aber alles Geschäftsmodelle, die wir kennen, aber Peru ist halt so ein Land, es ist durchaus nicht so klein, aber es ist halt auch nicht so groß, dass die großen globalen Firmen da halt schnell hinkommen, also da kann man dann oft dann die eigenen Modelle mit den Vorteilen, dass die Leute einen kennen, dass man politisch da auch vernetzt ist und dass man einfach Foot on the Ground hat, umsetzen und oft sich halt dann da schon ein First Mover Advantage erbauen und da kommen die Großen teilweise da gar nicht so rein und das lohnt sich nicht mehr. Ja? Und hier sind so die 4 Argumente, die sie selber sagen, warum man in sie investieren soll.
Market Leader, diversified, also diversifiziert, gute Portfolio Returns und gute Talente. Hört sich alles so ein bisschen generisch an, aber per se hat natürlich Peru immer noch so viel Aufholpotenzial, weil es natürlich schon in der Entwicklung ein bisschen zum Beispiel hinter Brasilien oder Chile oder so ist. Und da wächst man natürlich dann noch mit im Markt perspektivisch. Und auch so Sachen wie, dass die Leute halt mehr bargeldlos bezahlen, das ist natürlich für eine Bank und Payment besser, weil einfach mehr Geld ins System kommt und in die Einlagen. Hier im Versicherungsbereich auch mit wirklich hohen Eigenkapitalrenditen von 27% und 30%. Und ich sage, die sind halt stark in Peru, aber haben auch in Kolumbien und auch in Chile im Asset Management zum Beispiel eine gute Position. Die Märkte sind natürlich schon ein bisschen größer, also Nummer 2 ist da auch jetzt nicht so schlecht. Also man hat eigentlich so ein Fintech-Universum, was man auf Peru beziehen kann mit einer Option, dass das halt größer wird und auch noch auf die anderen Länder geht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da alles hinbekommen haben als eine Bank. Allerdings hat natürlich das gewisse Peru-Risiko. Trotzdem jetzt, um es vom Fazit zu sagen, wer ein bisschen Lateinamerika-Exposure haben möchte mit einer günstig bewerteten Aktie, mit einer hohen Dividende, wo ich diese Upside-Option habe, auch mit solidem Wachstum, der sollte sich die Credicorp einmal mehr anschauen. Und natürlich der Hinweis, ich bin indirekt hier minimal investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ich glaube, wenn dieses YAPE wirklich nochmal sich mehr mit den Zahlen bemerkbar macht und mit den Zahlen. Früher waren Emerging Markets mal vor 10, 15 Jahren eigentlich teurer als die Industrieländer, weil es einfach die BRIC-Story war. Das kann sich auch mal wieder drehen, weil man da eigentlich halt doch mehr strukturelles Wachstum hat. Und deswegen sehe ich durchaus hier ein 18er KGV angebracht, wenn diese Wachstumsraten weitergehalten werden. Und ich rechne hier auch noch mit einem organischen Wachstum von 8%. Da kommen wir auf ein Renditepotenzial von über 40% pro Jahr auf die nächsten 3 Jahre, wenn dieses KGV erreicht worden ist. In der Vergangenheit war so das Historische eher so da 13, 14, aber da hatten sie halt auch noch nicht diese Fintech-Themen. Und die Digitalisierung hat halt auch zugenommen nach Corona. Davon profitieren sie auch von der Profitabilität. Und ich könnte mir auch mal vorstellen, dass vielleicht Lateinamerika vom Revival steht. In Argentinien passieren ja wirklich wunderbare Dinge oder wundersame Dinge. Und natürlich auch die Verlagerung so von China für amerikanische Firmen. Mexiko boomt und davon profitiert dann perspektivisch auch ganz Lateinamerika, weil die Löhne einfach niedriger sind und man die aus amerikanischer Perspektive andere politischen Risiken nicht hat. Deswegen finde ich, es ist so eine solide Aktie zur Beimischung mit natürlichem Länderrisiko auf Peru. Aber wenn man sowas interessant findet, dann ist das sicherlich die vielleicht einfachste und breiteste Möglichkeit. Aber gerne natürlich kommentieren, was ist eure Meinung dazu. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und meine Investmentprodukte, wie gesagt, sind wie immer unten im Video verlinkt. Ciao, bis zum nächsten Mal.